Hallo, liebe Fliegenfischer, liebe Fliegenbinder. Ich möchte hier eine neue Serie starten und zwar euch das Binden von Fliegen in Ton und Bild zeigen, wie verschiedene Bereiche von Fliegen gebunden werden oder Fliegen komplett selbst. Ihr kennt mich aus meinen eigenen Videos oder den Videos von hecht-und-barsch.de und ich möchte heute starten in der ersten Folge mit dem Fertigen von Extended Bodies mit Hilfe von Formschaum. Als ersten Schritt schneidet ihr euch solche Formen aus eurem Formschaum aus. Das gelingt relativ einfach. Wenn ihr Serienfliegen bindet, könnt ihr euch auch eine kleine Schablone dazu machen, damit die Fliegen immer gleich aussehen. Warum diese Form? Der Körper soll am Ende konisch sein. Das bewerkstelligen wir genau mit dieser Form. Zur Vorbereitung wird der Bindefaden hier in die kleine Feder gepresst. Das hält den Bindefaden fest. Diesen Faden können wir zum späteren Zeitpunkt noch weiterverwenden, setzen hier auf dem kleinen Tool eine Grundwicklung und haben dann eine sichere Position für alle weiteren Schritte. Als nächstes setzen wir unseren vorgeschnittenen Keil in den Tool ein. Ich steche dazu hier ein kleines Löchlein in den Formschaum. Ich drehe euch das mal zur Seite, damit ihr das sehen könnt. Und dann fange ich an, hier diesen Körper zu bilden. Ich nehme die zwei Teile zurück, gehe zweimal um den Schaum und habe mein erstes Körpersegment gebunden. Jetzt drücke ich den Formschaum wieder zurück und gehe mit meinem Bindefaden 3 bis 4 Mal unter dem Formschaum auf dem Tool in Richtung Feder. Klappe diesen Formschaum wieder zurück und setze wieder 2 bis 3 Windungen auf dem Formschaum. Und jetzt kann man schon erkennen, dass sich hier eine gewisse Segmentierung abzeichnet, was am Ende unseren Körper so realistisch aussehen lässt. Ich wiederhole diese Bindeschritte für unsere Köcherfliege 7 Mal. Ich habe also 7 Elemente hier in unserem Schwänzchen. Gehe immer wieder unter den Formschaum, klappe den Formschaum um und setze dann hier weitere Segmente über den Formschaum. Wichtig ist auch zu beachten, dass natürlich je größer das Schwänzchen wird, umso größer sollten auch unsere Körpersegmente werden. Also ein klein bisschen Augenmaß. Die Übung macht es dann, wenn ihr 2, 3 Schwänzchen gebunden habt, funktioniert das von ganz alleine. Ihr setzt immer wieder die Windung hier drunter, klappt den Formschaum zurück und setzt dann hier wieder eine Windung auf dem Formschaum. Eine letzte noch. Und dann ist unser Schwänzchen an sich von der Formgebung schon fertig. Wir sichern das Schwänzchen jetzt mit einem Schlupfknoten. Unser Schwänzchen ist fertig. Noch abschneiden. Jetzt fassen wir beherzt zu und ziehen diesen Körper von unserer Bindeunterlage. Und jetzt habt ihr schon sehr, sehr einfach und schnell euch einen Extended Body gebunden, den man dann natürlich dementsprechend weiterverarbeiten kann. Um einen Maifliegenkörper zu binden, verwende ich einen gelben Schaum zur Präsentation, damit ihr das gut sehen könnt. Und auch die Maifliege hat letztendlich eine ähnliche Farbe. Dazu kommen natürlich noch die zwei Schwanzgeißeln dazu. Diese setzen wir vor dem Schaum auf den Tool auf. Einfach hier mit 2, 3 Windungen festbinden, diese wieder nach vorn führen und jetzt wie gewohnt den Schaum einsetzen. Wir machen nun die erste Windung. Da ist zu beachten, dass die Schwanzgeißeln wirklich genau zentrisch aus dem Fliegenkörper kommen. Und schon haben wir hier eine perfekte Unterlage geschaffen. Die nachfolgenden Bindeschritte sind genau die gleichen wie bei unserem braunen Köcherfliegenkörper. Wir setzen 2, 3 Windungen auf dem Körper, klappen den Formschaum zurück, setzen die Windung auf dem Tool, gehen wieder auf den Körper und so weiter, bis wir die gewünschte Länge
unseres Schwänzchens haben. Lasst euch Zeit, versucht die Symmetrie eines Insektenkörpers einzuhalten und ihr erhaltet eine sehr, sehr schöne Form ohne viel Aufwand. Auch hier wieder am Ende mit einem Schlupfknoten sichern. Und dann kann der Bindefaden abgeschnitten werden. Haben wir das Schwänzchen vom Tool gezogen, können wir hier über diesen zweiten Faden, den wir erst in die Feder eingesetzt haben, unser Schwänzchen nach oben ziehen, dementsprechend dann auf dem Haken fixieren und haben dann somit schon eine sehr, sehr schöne Schwimmlage der Fliege. Das soll es dazu erstmal gewesen sein, die weiteren Schritte zur Fliege in der nächsten Folge.